Hallo Menschen, ich hatte jetzt mal wieder ein Rezensionsexemplar von mir selber aus angefragt, nämlich Unzertrennlich über den Tod und das Leben von Irvin und Marilyn Yalom. Ich mochte immer Irvin Yaloms Romane bisher, las aber noch keins seiner persönlichen Bücher. Also er hat zum Beispiel auch schon eine Autobiografie veröffentlicht und noch gar nichts von ihr. Er war lange Psychotherapeut und sie Kulturwissenschaftlerin. Das hier ist eben jetzt von beiden zusammen und es geht auf eine Idee seiner Frau zurück, die ist 2019 schwer erkrankt und machte den Vorschlag, jetzt gemeinsam in abwechselnden Kapiteln ein Buch eben über diese Zeit der Krankheit, also auch ihre letzten Monate bis hin zu ihrem Tod zu schreiben. Also der steht quasi schon die ganze Zeit so ein bisschen im Hintergrund. Es ist eine unheilbare Krankheit. Und man muss vielleicht nochmal so als extra Info wissen, dieser Hund, der ist die ganze Zeit ruhig, aber wenn ich ein Video drehe, fängt er an, hier auszurasten. Dass die beiden sich als Teenager kennengelernt haben und 65 Jahre verheiratet waren. Am lobenswertesten an diesem Buch empfinde ich es, dass es sehr zugänglich und nah geschrieben ist. Damit meine ich, dass trotz der ja wissenschaftlichen Hintergründe der beiden Personen jetzt hier keine irgendwie großartigen intellektuellen Konzepte in den Fokus gestellt werden, sondern das direkte Erfahren. Das heißt, wir erleben ihre Trauer und ihre Angst mit. Wir sind bei den Arztbesuchen dabei und auch bei den Gesprächen danach zwischen den beiden. Zum Beispiel bei Marilyns Aussage, dass sie eben assistierten Suizid in Betracht zieht und was das wiederum mit Irvin macht. Er hat nämlich zunehmend auch Gedächtnisprobleme, das heißt, nicht nur, dass er eben allein nicht mehr so gut zurechtkommt, er hat auch einfach Angst, immer mehr von seiner eigenen Vergangenheit zu verlieren, wenn Marilyn eben irgendwann nicht mehr da ist, um ihn an diese Dinge zu erinnern. Und ich meine, logischerweise fällt es ihm schwer, sie jetzt ziehen zu lassen, obwohl er eben gleichzeitig ihr Leid auch nicht verlängern möchte. Und ich fand es wirklich sehr, sehr interessant, ihn als sehr reflektierten Menschen dabei zu beobachten, wie er das durchlebt, was er ja jahrelang bei PatientInnen behandelt hat. Das heißt, er erkennt ganz vieles bei sich selbst, muss die Trauer aber eben trotzdem selber auch durchleben. Dafür mal ein Zitat. Also lebe ich jetzt im Alter von 88 Jahren, wo Marilyn tot ist, zum allerersten Mal allein. Ich muss mich auf so viele Dinge neu einstellen. Wenn ich etwas Überragendes im Fernsehen sehe, sehne ich mich danach, Marilyn davon zu erzählen. Und immer wieder muss ich mich daran erinnern, dass es keine Marilyn mehr gibt. Und dass diese Sendung, dieser Lebensfunke auch dann wertvoll und interessant ist, wenn Marilyn sie nicht mit mir teilen wird. Ähnliche Dinge passieren oft. Eine Frau ruft an und will Marilyn sprechen. Wenn ich sie über Marilyns Tod informiere, beginnt sie am Telefon zu weinen und mir zu sagen, wie sehr sie Marilyn vermissen wird und wie wichtig Marilyn für sie war. Nach dem Anruf muss ich mich erneut daran erinnern, dass auch diese Erfahrung ohne Wenn und Aber bei mir enden wird. Ich kann dieses Erlebnis nicht mit Marilyn teilen. Aber es geht hier nicht um Einsamkeit. Es geht hier darum, dass ich lernen muss, dass etwas Wert haben und von Interesse sein kann, selbst wenn ich der Einzige bin, der es erlebt. Selbst wenn ich es nicht mit Marilyn teilen kann. Und dann kurz darauf gibt es so eine Szene, wo er am Tisch mit seinen Kindern sitzt und quasi wie versteift. Und als sie ihn dann fragen, oh Gott, Dad, was ist los, bricht er zum ersten Mal nach dem Tod in Tränen aus und versucht unter großer Anstrengung zu sagen, sie ist nicht mehr hier, sie ist nirgends. Marilyn wird nie wissen, was hier und heute geschieht. Meine Kinder wirken schockiert. Niemals zuvor haben sie mich weinen sehen. Das heißt, man könnte quasi sagen, es gibt da irgendwie keine intellektuelle Abkürzung durch die Trauerarbeit. Ne? Also nur weil er das irgendwie schon 100 Mal bei anderen Leuten beobachtet und sogar also quasi unterstützend begleitet hat und das jetzt auch bei sich selber eben beobachten und analysieren kann, macht es das nicht wirklich leichter. Dazu nochmal ein zweites, etwas längeres Zitat. Ein Foto von Marilyn steht in einer Ecke des Wohnzimmers mit dem Gesicht zur Wand. Ich sah dieses wunderbare Foto im Nachruf der Washington Post und mochte es so sehr, dass ich das negativ aufspürte und meinen Sohn Reed, einen hervorragenden Fotografen, darum bat, mir einen Abzug davon zu machen. Er rahmte es und brachte es an Weihnachten mit. In den ersten paar Tagen war ich sehr darauf bedacht, mir das Foto ausgiebig anzusehen, aber es führte nur immer wieder zu großem Schmerz, sodass ich es schließlich zur Wand umdrehte. Gelegentlich gehe ich hin, drehe es herum, atme tief ein und schaue es direkt an. Sie ist so schön. Ihre Lippen scheinen zu sagen, vergiss mich nicht. Du und ich, mein Lieber, für immer. Vergiss mich nicht. Ich wende mich ab, beladen mit Schmerz. Mehr Schmerz, als ich ertragen kann. Ich weine laut. Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Soll ich mich vor diesem Schmerz bewahren oder soll ich das Gegenteil tun und sie hartnäckig weiterhin ausgiebig anschauen und immer wieder weinen? Ich weiß, dass eine Zeit kommen wird, in der ich das Foto an die Wand hängen und es mit großer Freude betrachten werde. Unsere Augen werden sich begegnen und wir werden beide so voller Liebe füreinander sein und so dankbar dafür, dass wir unser Leben miteinander verbringen konnten. Und also ich finde wirklich, diese Themen rund ums Loslassen werden wirklich sehr gut und behutsam wiedergegeben. Ich meine jetzt auch nicht nur eben die Sache mit dem geliebten Menschen, aber auch also zum Beispiel die Arbeit. Er hört vor einer Weile dann eben auch auf zu arbeiten, als er merkt, dass er das mit seinem Gedächtnis nicht mehr gut genug hinbekommt. Auch einfach eben Erinnerungen allgemein, Sicherheiten, aber auch Freiheiten. Er gibt dann ein Auto weg und so weiter und so fort. Das wird aber auch von ihrer Seite her gut gemacht. Also sie ist durch die Medikamente halt teilweise zu nichts mehr in der Lage, nur noch müde und voller Schmerzen teilweise und hat auch einfach das Gefühl, dass es jetzt genug ist, dass sie ein schönes Leben hatte und dass sie auf diese Art, wie es jetzt ist, quasi nichts mehr Bedeutsames leisten könnte. Das heißt, man könnte insgesamt so ein bisschen sagen, dass dieses Buch das sonst immer so kurz gehaltene und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage eben wirklich auserzählt. Und ich fand das auch ganz beeindruckend, wie diese beiden voneinander reden oder eben schreiben. Ich meine, sicher, man weiß nicht, was hier eventuell weggelassen wird. Vielleicht hatten sie auch mal irgendwie einen richtig widerlichen Streit, wo sie unter die Gürtellinie irgendwie losschossen. Das kommt mir aber nicht so vor. Sie kommen mir ganz im Gegenteil irgendwie sehr, sehr unterstützend vor und haben sich auch gegenseitig immer geistig angespornt. Dazu mal zwei ganz kurze Zitate. Ich umarme sie und sage ihr zum tausendsten Mal, wie sehr ich sie liebe und verehre und wie sehr ich jedes klitzekleine Stück Erfolg in meinem Leben ihr zu verdanken habe. Und das Zweite, da schauen sie gemeinsam einen Film an. Wir halten Händchen. Ich kann nicht damit aufhören, sie zu berühren. Während ich dem Film folge, bestaune ich Marilyn. Der Gedanke, dass uns nur noch kurze Zeit bleibt, lässt mich nicht los. Ich weiß, wir wissen, dass sie schon bald sterben wird. Höchstwahrscheinlich in den nächsten 4 Wochen. Es scheint surreal. Wir warten einfach darauf, dass das multiple Myelom seinen verheerenden Schaden auf ihr Lächeln und ihren wunderschönen Körper anrichtet. Ich ängstige mich um sie und ich bin beeindruckt von ihrer Haltung und ihrer Courage. Kein einziges Mal habe ich sie sagen hören, dass sie Angst hat oder bestürzt ist darüber, von dieser Krankheit heimgesucht worden zu sein. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass das eine sehr gute, gefestigte Beziehung ist und die wollen auch quasi an die nächste Generation wirklich immer nur das Beste mitgeben. Das heißt, als Fazit von meiner Seite, ich empfand es als auf eine nicht kitschige Art und Weise berührend. Wir wissen ja auch von Anfang an, was geschehen wird. Und man kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie schon vom ersten Kapitel an weinend davor saß, aber es gab doch einige Stellen, wo ich einen Kloß im Hals bekam. Zum Beispiel möchte ich meine ganz banale wiedergeben, die mich aber irgendwie voll und ganz getroffen hat. Und zwar kurz vor ihrem Tod. Und wie gesagt, sie wissen das schon auch, dass das jetzt, dass sich das nähert, dass das gleich oder bald passieren wird. Und da will Irwin eben nochmal Tee einkaufen. Das ist aber ein Tee, den eben nur Marilyn trinkt. Und er überlegt deswegen, wie viel er mitbringen soll, weil er sich durchaus bewusst ist, der Tod lauert quasi so um die Ecke. Und dann steht hier: Ich fürchte, sie wird nur noch ein paar Tage am Leben sein. Dennoch kaufe ich 2 Schachteln. 40 Teebeutel, ein magischer Appell, sie noch etwas länger zu behalten. Ne? Obwohl er eigentlich genau weiß, was bevorsteht, aber es ja quasi dann doch nicht so ganz wahrhaben will, fand ich, ja wie gesagt, wirklich bewegend irgendwie. Das heißt, von mir bekommt es auf jeden Fall eine Empfehlung. Es ist ein ruhiges, nahegehendes Buch, eben übers Sterben, über Zusammenhalt, über Erinnerungen und dann auch Trauer. Und mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe noch nicht so viel auf BookTube darüber gehört, aber ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht trotzdem noch ein bisschen in Austausch darüber treten können. Vielleicht habe ich euch ja auch Lust auf das Buch gemacht. Natürlich eben ein schwierigeres Thema oder ein potenziell Wunden aufreißendes, je nachdem, wen ihr vielleicht schon so in eurem Leben verloren habt, aber mir hat es sehr gut gefallen. Dann danke ich euch jetzt erstmal fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Ich muss jetzt mal das Video drehen, Mann.